Ja, jetzt machen wir das genauso, wie wir das auch bei rechts vor links gemacht haben. Ich habe mir da so ein paar Bilder rausgesucht, die erfahrungsgemäß immer wieder Probleme darstellen für viele Fahrschüler beim Üben und vor allen Dingen natürlich auch in den Prüfungsfragen dann häufig falsch angekreuzt sind. Wir werden das nach demselben Verfahren machen. Ich zeige euch das Bild und ihr nehmt die Pausentaste und versucht erstmal die Reihenfolge selber herzustellen. Danach löse ich das auf und ich gebe euch dann nochmal so ein paar Tipps dazu. Haben wir hier erstmal das Bild Nummer 1. Das Ganze ist jetzt geregelt über ein Vorfahrtgewehren. Und mein Tipp, wenn ihr eure Theorieprüfung macht, nutzt bitte immer die Möglichkeit, das Ganze auf Vollbild zu stellen. Ja, also da habt ihr immer die Option, das zu tun. Und dann könnt ihr auch Details deutlich besser erkennen. Und diesmal, ihr seht ja bei euch klar das Vorfahrtgewehren. Und wenn ihr mal bei dem gelben Bulli guckt, dann seht ihr ja auch, dass es das Dreieck ist mit der Spitze unten. Das heißt, der hat dasselbe Schild. Müsste ja eigentlich auch so sein, weil er ist ja auf derselben Straße. Und dementsprechend kann ich auch schon sehen auf der rechten Seite, dass da das Vorfahrtsstraßenschild eigentlich zu erkennen ist. Und hier haben wir jetzt eine ganz klare Vorrangregelung. Beide haben dieselbe Schilder. Und der Bulli fährt geradeaus. Ihr seid Linksabbieger. Ihr schneidet die Spur, dementsprechend fährt der Bulli zuerst und ihr als zweiter. Also gelb und dann ihr. So, wir lösen wieder auf. Reihenfolge wäre Trecker und LKW zusammen und dann ihr. Also, wir gucken auf die Beschilderung. Ihr habt das Vorfahrtgewehren. Gegenüber steht auch das Vorfahrtgewehren und dann muss ja logischerweise im Querverkehr was Positives stehen, weil sonst wird es ja nicht funktionieren. Das heißt, in dem Moment sind eigentlich die beiden Trecker und LKW aus der Nummer raus. Die fahren ganz klar vor euch, die haben nichts miteinander zu tun, können gleichzeitig fahren und zum Schluss fahrt ihr. So, hier wird es ein bisschen verwirrender. Das ist immer wichtig, dass ihr euch dann auch mal einen Moment Zeit lasst und dann nicht irgendwie so einen Schnellschuss macht. Also versucht mal zu lösen. So, Lösung wäre Fahrrad, Bus und ihr. Warum ist das so? Ihr habt das Stoppschild, der Bus hat auch das Stoppschild, also ist das Fahrrad raus, Fahrrad fährt zuerst. Und zwischen Bus und euch dasselbe Schild, eine Vorrangregelung, Bus fährt geradeaus, ihr schneidet die Spur des Busses, also fährt der Bus als zweiter. Und ihr seid der Letzte. So, Reihenfolge, ihr, das blaue Fahrzeug und der gelbe zusammen. Hier lassen sich dann einige wieder so ein bisschen täuschen, weil sie ja Linksabbieger sind und verfallen dann so ein bisschen in diese Variante mit rechts vor links unter Umständen. Also, ihr habt ganz klar das vorfahrtgebende Schild, das positive Schild, dementsprechend muss rechts und links was Negatives haben. Und da kann man auch bei dem blauen genau sehen, dass da ein Dreieck ist mit der Spitze unten. Dementsprechend fahrt ihr, trotzdem ihr Linksabbieger seid, als erster. Und dann fahren die beiden anderen, die fahren beide geradeaus und haben nichts miteinander zu tun. Das ist ein schönes Bild. Stiftet auch immer sehr viel Unruhe und sehr viel Uneinigkeit im Theorieunterricht. Auch das lösen wir jetzt mal schnell auf. Motorrad, ihr und gelb. Warum fährt das Motorrad zuerst? Ihr seid auf der Vorfahrtsstraße und das Motorrad befindet sich auch auf der Vorfahrtsstraße. Ihr seid Linksabbieger und das Motorrad ist Rechtsabbieger. Und der Rechtsabbieger fährt vor dem Linksabbieger, deswegen fährt das Motorrad zuerst. Dann fahrt ihr, weil ihr seid ja auf der Vorfahrtsstraße und das gelbe Fahrzeug hat das Vorfahrtgewehr. Dementsprechend fährt der zum Schluss. So, das ist auch ganz interessant. Wer von euch vielleicht auch eine Straßenbahn im Prüfgebiet hat, ist das immer nochmal ja, eine zusätzliche Bereicherung, da auch zu lernen, wie man damit umgeht. Ansonsten muss man das halt jetzt im Theoriebogen erstmal nur so theoretisch lösen, das Ganze. Und dann schauen wir auch hier mal, wie das Ganze aussieht. Reihenfolge, ihr, dann das rote Fahrzeug und zum Schluss die Straßenbahn. Also da gibt es immer noch die Fraktion, die sagt, die Straßenbahn fährt auf jeden Fall zuerst. Nein, hier steht ja kein Andreaskreuz. Die Straßenbahn muss sich ganz normal an die Verkehrsregeln halten, wie alle anderen Fahrzeuge auch, also an die Ampeln und an die Geschwindigkeitsbeschränkungen oder an die Beschilderung. Und ihr seid auf der Vorfahrtsstraße und deswegen fahrt ihr als Linksabbieger als erstes
Und dann fährt der Rote, weil die Straßenbahn ist Linksabbieger und schneidet die Fahrspur des Roten und deswegen fährt sie zum Schluss. Also es geht hier nicht nach Größe und nach Gewicht. Ja, jetzt kommen wir dann nochmal zu so einem Spezialfall, nämlich der abknickenden Vorfahrtsstraße. Da wird es dann nochmal für einige richtig verwirrend. Da sind noch mehr verkehrte Fragen eigentlich dabei. Ist in der Praxis dann auch nicht immer so gut zu üben, weil es gibt nicht so viele abknickende Vorfahrtsstraßen. Manche Prüfgebiete sind da wirklich spärlich mit gesegnet. Und wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Also wichtig ist natürlich in dem Fall, dass ihr nicht nur das Vorfahrtsstraßenschild seht, sondern vor allen Dingen das Schild darunter, was es dann letztendlich zu einer abknickenden Vorfahrtsstraße macht. Immer dieser dicke schwarze Balken, der zeigt an, wie die Vorfahrtsstraße weiter verläuft. So, jetzt ist es für euch mal wichtig. In den Fahrstunden ist es schon so, in der Prüfung genauso. Wenn der Prüfer nicht sagt, fahrt ihr immer geradeaus. Es gibt mehr oder weniger zwei Situationen, wo ihr reagieren müsst. Wenn ihr auf eine gesperrte Straße zufahrt, dann dürft ihr da nicht reinfahren. Dann müsst ihr halt selbstständig abbiegen. Und wenn ihr auf eine abknickende Vorfahrtsstraße zufahrt, dann folgt ihr selbstständig dem weiteren Verlauf der Vorfahrtsstraße. Müsst ihr nicht fragen, ja? Wenn ihr der Vorfahrtsstraße weiter folgen möchtet, dann ist es wichtig, dass ihr den Blinker setzt. Also in diesem Fall muss der Blinker an nach rechts. Und wenn ihr euch den Knick jetzt mal anguckt, diesen Bogen, dann ist der ja auf dem Schild 90 Grad. Und dann ist die Kurve auch 90 Grad oder unter Umständen vielleicht sogar noch enger vom Radius. Und deswegen tut ihr euch einen Gefallen, wenn ihr das Ganze im zweiten Gang macht. Also bremst bitte ein bisschen, schaltet runter. Nicht, dass ihr zu schnell reinfahrt und ihr kriegt dann den Bogen nicht gefahren und im zweiten Gang seid ihr da absolut auf der sicheren Seite. Ihr habt zusätzlich nochmal eine optische Hilfe anhand dieser gestrichelten Linie, die euch dann nochmal klar macht, wie der weitere Verlauf der Vorfahrtsstraße ist. Also da könnt ihr dann auch nochmal genau gucken in dem Fall. So, jetzt werden wir uns das mal angucken, wie das aussehen kann. Also die Schilder sind immer so aufgestellt, dass sie aus eurer Fahrtrichtung mehr oder weniger angebracht sind. Und wenn wir bei dem linken mal gucken, dann kommt ihr halt von unten und habt halt die Möglichkeit, nach rechts auf der Vorfahrtsstraße weiterzufahren. Das Ganze dann mit Blinker. Bei dem mittleren Schild mit dem Stoppschild kommt ihr von unten und fahrt auf die Vorfahrtsstraße zu. Und bei dem rechten Schild mit dem Vorfahrtgewehren fahrt ihr halt auch auf die Vorfahrtsstraße zu, habt dann noch eine Seitenstraße von links und die Vorfahrtsstraße kommt halt von oben und verläuft dann zu eurer Seite halt nach rechts. Auch da, wenn wir das Ganze natürlich jetzt wieder machen über so ein paar Bilder und ich möchte von euch jetzt zwei Sachen wissen. Ich möchte einmal wissen, natürlich, wer zuerst fährt und ich möchte aber auch immer wissen, wer den Blinker setzen muss. Die Reihenfolge wäre jetzt erstmal, das Motorrad fährt zuerst und dann fahrt ihr, weil ihr seid natürlich beide auf der Vorfahrtsstraße, aber das Motorrad bleibt weiter auf der Vorfahrtsstraße und ihr verlasst die Vorfahrtsstraße. Dementsprechend fährt das Motorrad vor euch. Was den Blinker angeht, muss das Motorrad blinken, weil das Motorrad bleibt auf der Vorfahrtsstraße, folgt also der Vorfahrtsstraße. Und wenn ich eine Vorfahrtsstraße in gerader Richtung verlasse, dann mache ich das ohne Blinker. Und deswegen blinkt in diesem Fall nur das Motorrad. So, das ist ein ganz interessantes Bild. Wünsche ich euch erstmal viel Spaß, das zu lösen. Also, Reihenfolge wäre das Motorrad, weil das Motorrad ist klar, ist auf der Vorfahrtsstraße, bleibt auf der Vorfahrtsstraße, ist also raus. Dann fährt Blau und dann fahrt ihr. So, warum fährt Blau vor euch? Also, ihr habt das negative Schild, das Vorfahrtgewehren. Das hat das blaue Fahrzeug auch. Das heißt, wir haben hier wieder so eine Pattsituation. Und dann tut man so, als wenn da rechts vor links wäre. Aus diesem Grund fährt das blaue Fahrzeug vor euch. Jetzt können wir es mal ganz gemein machen und wir machen einfach mal dem blauen Fahrzeug ein Stoppschild hin und nicht ein Vorfahrtgewehren. Also, ihr habt das Vorfahrtgewehren, das blaue Fahrzeug das Stoppschild. Jetzt wäre meine Frage an euch: Bleibt die Reihenfolge so oder fahrt ihr jetzt zuerst vor dem blauen? Die Reihenfolge bleibt so, weil das wäre zu kompliziert, dass ihr jetzt auch noch gucken müsst, verkehrt rumgedreht, dass der ein Stoppschild hat. Also, es ist egal, welches negative Schild das blaue Fahrzeug hat. Es sind zwei negative Schilder, das heißt Pattsituation. Und dann fährt der Blaue zuerst, egal ob da ein Stoppschild steht für ihn oder ob das ein Vorfahrtgewehren ist. Jetzt müssen wir nochmal klären, wer muss blinken. Blinken tut in dem Fall nur das Motorrad, weil der folgt der Vorfahrtsstraße, muss es anzeigen. Und ja, ihr könnt nach links fahren, ihr könnt auch nach rechts in die Straße fahren, wo das blaue Fahrzeug rauskommt. Deswegen könnt ihr nicht blinken.
Geht also für euch nur geradeaus. Und für das blaue Fahrzeug verhält es sich genauso. Ihr könntet theoretisch nach rechts fahren oder nach links in eure Straße und deswegen musst du das Ganze auch ohne Blinker machen. So, die Situation ist auch nicht weniger einfach. Also Reihenfolge wäre blaues Fahrzeug, ihr und grün. Warum ist es so? Der blaue ist auf der Vorfahrtsstraße und folgt auch weiter der Vorfahrtsstraße. Ihr fahrt runter, deswegen ist der blaue derjenige, der zuerst fährt, der fährt vor euch. So, warum fahrt ihr jetzt vor dem grünen? Weil ihr auf der Vorfahrtsstraße seid und der grüne einen Vorfahrt gewähren hat. Auch in diesem Fall als Linksabbieger. Und da ist es dann in der Praxis manchmal so, dass da so ein bisschen Unruhe reinkommt, weil dann trauen sich manchmal die Leute nicht, als Linksabbieger vor dem Grünen zu fahren, ne, weil das ein ungutes Gefühl ist. Normalerweise fährt ja der Geradeausfahrer zuerst. In dem Fall ist es aber tatsächlich so, ihr fahrt vor dem grünen Fahrzeug. Jetzt könnt ihr euch in ungefähr dann vielleicht auch mal vorstellen, wie das in der Praxis ist. Jetzt habt ihr hier bei dem Theoriebild relativ lange Zeit, darüber nachzudenken und da die richtige Entscheidung zu treffen. Und in der Praxis muss das natürlich dann relativ schnell gehen. Und von daher ist es natürlich dann auch schon deutlich schwieriger, das in der Praxis zu lösen, gerade solche komplexen Situationen. So, blinken muss der Blaue, weil der folgt weiter der Vorfahrtsstraße. Und blinken müsst auch ihr, weil ihr seid ganz normaler Linksabbieger in diese Seitenstraße und das müsst ihr natürlich auch anzeigen. Ja, hier habe ich nochmal so ein Beispiel gefunden, wo ihr auch sehen könnt, dass so eine Vorfahrtsstraße, so eine abknickende Vorfahrtsstraße nicht immer im 90-Grad-Winkel verlaufen muss. Also hier ist dieser Bogen viel weiter aufgebogen und dann kann ich das sicherlich hier auch in einem Gang höher machen, in den dritten Gang fahren, indem er so ein bisschen den Fuß vom Gas ist, da mehr oder weniger nur Kurve fahren. Da besteht dann schon wieder so die Gefahr, weil das halt nur so eine leichte Kurve ist, dass man das Ganze vielleicht nicht wahrnimmt als abknickende Vorfahrtsstraße und macht dann den Blinker nicht an. Also Vorfahrtsregelung ist ganz klar. Ihr fahrt zuerst, ihr seid auf der Vorfahrtsstraße, ihr bleibt drauf. Und der blaue ist ganz normaler Linksabbieger unter dem Vorfahrt gewähren, der muss warten. Blinken müsst ihr beide, weil ihr folgt der Vorfahrtsstraße und der blaue ist ganz normaler Linksabbieger. So, dann schauen wir uns das letzte Bild nochmal an zu diesem Thema und löst es einfach mal gerade nochmal kurz für euch auf, gedanklich. Also Reihenfolge, rot, ihr und blau. Rot ist auf der Vorfahrtsstraße, bleibt drauf. Ihr seid auf der Vorfahrtsstraße, möchtet aber nach links abbiegen, deswegen fährt der Rote vor euch. Und logischerweise fährt der LKW dann als letzter. Der hat entweder ein Vorfahrtgewehr oder ein Stoppschild. Das kann man jetzt auf diesem Bild hier nicht erkennen. Blinken müssen alle, weil der Rote bleibt auf der Vorfahrtsstraße. Ihr seid ganz normaler Linksabbieger und der LKW steht als normaler Linksabbieger da und deswegen müssen alle blinken. Also, das soll es zu diesem Thema jetzt hier erstmal gewesen sein. Abknickende Vorfahrtsstraßen ist vom Thema her nicht so einfach, ist auch nicht ganz so leicht immer zu üben, weil es gibt viele Prüfgebiete, die sehr, sehr wenig abknickende Vorfahrtsstraßen haben. Von daher müsst ihr das wirklich mal eine Stunde, vielleicht auch mal intensiver trainieren. Guckt euch immer die Schilder an, dass ihr genau seht, wie der Radius ist, dass ihr dann mit dem richtigen Gang reinfahrt und da nichts vergisst, was den Blinker angeht, weil das kann schon mal wirklich auch ganz schnell gefährlich werden. Wenn ihr den Blinker einfach mal nicht anmacht und dann heißt das ja für das Auto, was von vorne steht, dass ihr die Vorfahrtsstraße in gerader Richtung verlasst. Und dann kann das auch durchaus sein, dass da mal ein Fahrzeug losfährt. Also ist das nicht so ein Kavaliersdelikt, da einfach mal den Blinker nicht anzumachen. Und von daher müsst ihr euch dann wirklich schon konzentrieren, dass da nichts fehlt, bitte.